muss erstmal die richtigen Worte dafür finden. Es ist persönlich für mich ein Schock. Ich glaube für alle die anderen Spieler auch. Wir haben leider mit der Situation nicht gerechnet. Ich kann das nicht wirklich noch realisieren, aber es tut halt sehr weh. Und es ist nicht schön für den Fußball, beziehungsweise auch für uns, für den Maindorf, für den allen Verantwortlichen, für das Trainerteam, für all die Unterstützung, dass wir jetzt leider in die Landesliga abgestürzt sind. Unser Matchplan war ja gleich vorne raufgehen, schnell früh das 1-0 zu erzielen, weil ja, Maindorf stand mit dem Rücken zur Wand. Bekanntlich sind das immer die schwersten Gegner. Die konnten auch den Nichtabstieg verhindern. So, und von daher wollten wir vom Vollgas gehen von Anfang an. Das erste Tor schießen und dann ist der Bann halt gebrochen. Ne? Ich muss sagen, wir haben bis zur 15. Minute die Defensivarbeit bislang auch alles ganz gut gemacht, bis das erste Tor fällt. Dann lassen wir uns natürlich mit dem ersten Gegentor ein bisschen einschüchtern. Der Respekt war einfach heute auch gegenüber den Dassendorf viel zu hoch. Wir haben die Mannschaft zu sehr respektiert. Ja, weil wir den puren Willen hatten, den letzten Schritt gehen zur Meisterschaft. Von Anfang an wollten wir Vollgas geben, zeigen, wer hier der Herr im Haus ist und wollten Gas geben und Meister werden. Na gut, letztendlich fehlt auch die Qualität bei uns in der Mannschaft, ganz klar. Dassendorf steht nicht umsonst da oben. Und war von unserer Seite heute kein schöner Fußball. Es ist auch für uns natürlich nicht einfach, da unten einfach zu klaren Kopf zu haben. Ja, für Dassendorf auf jeden Fall. Der Trainer hat schon gesagt in der Spielersitzung vor dem Spiel, dass der Verein ganz großen Anteil oder Eric ganz großen Anteil daran hat, dass der Verein letztes Jahr und das Jahr davor Meister wurde. Und er wird mir fehlen, auf jeden Fall. Ich denke nicht nur mir, allen anderen auch. Wahnsinnstyp. Und ich wünsche ihm viel Erfolg weiter, wo er spielt.